Sie sehen den Rechtsstaat als ihren Feind. Reichsbürger machen Stimmung gegen das demokratische Deutschland. Die BRD, das ist die Abkürzung der Bundesrepublik Deutschland, heißt BRD, ist dazu da, uns besetzt zu halten, die Deutschen zu vernichten. Dazu ist diese BRD eingerichtet. Die rund 23.000 deutschen Reichsbürger wollen raus aus dem politischen System. Ihr Ziel? Eigene Strukturen, unabhängig von unserer Gesellschaft zu schaffen. Ich bin in der Hinsicht extrem, indem ich sage, das alte System kann ich nur deshalb extrem ablehnen, weil es in jeder Hinsicht für mich satanisch ausgerichtet ist oder destruktiv ist. Rechtsstaat und Regierung, für Reichsbürger Handlanger fremder Mächte. Unterdrückung, die es zu überwinden gilt. Das System ist mittlerweile kaputt und es kann so nicht mehr verbessert werden. Wir brauchen etwas grundlegend Neues. Mehr als 2000 deutsche Reichsbürger gelten den Behörden als gewaltorientiert. Sie planen den Umsturz, horten Waffen, ersuchen selbst Russland um Hilfe für ihre Umsturzpläne. Sie haben Zugang zu Waffen, sie haben eine Erfahrung mit Waffen, sie können mit Waffen umgehen. Sie haben Netzwerke, die weit in die Bevölkerung hineingehen. Es ist einer der größten Antiterror-Einsätze in der deutschen Geschichte. Eine bewaffnete Reichsbürgergruppe soll einen Staatsstreich geplant haben, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Anfang Dezember 2022 durchsuchen 3000 Beamte 150 Objekte in Deutschland, Österreich und Italien. Als Kopf der Gruppe gilt der Immobilienhändler Heinrich der 13. Prinz Reuß. Seine Familie gehört zu den ältesten deutschen Adelsgeschlechtern. Das beunruhigt die Behörden. In Wiesbaden hat die Kriminologische Zentralstelle ihren Sitz. Direktor ist der forensische Psychologe Professor Martin Rettenberger. Hier in der Zentralstelle analysieren Experten auch die Reichsbürgerszene. Das ist eine ganz neue Herausforderung für die Sicherheitsbehörden, weil diese gut bürgerliche Sozialisation, die es gab, die würde ja gemeinhin erstmals etwas gelten, was von Kriminalität oder von Gewalt erstmal abhält. Also jemand, der sich so eine Biografie aufgebaut hat, den würde man nicht als besonders risikobehaftet im Bereich der Gewalt sehen. Ein Beispiel. Der Reichsbürger Heinrich, der 13. Prinz Reuß. Der Mann, der an der Spitze des Putschversuches stehen soll. In Thüringen lange ein angesehener Bürger. 2014 ein öffentlicher Auftritt des Prinzen. Es sind seltene Bilder eines Mannes, der oft im Verborgenen handelt. Anlass ist ein Bauprojekt in Gera, bei dem auch der 96. Geburtstag seiner Mutter öffentlich gefeiert wird. Ein Auftritt mit den politischen Größen der Stadt. Ich darf jetzt Prinz Reuß nach vorn bitten. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Mami, verehrte Gäste. Dann gibt es das zweite Gesicht. Ein Auftritt des Prinzen in der Schweizer Finanzmetropole Zürich. Die internationale Dimension der Reichsbürgerszene. Es ist ein Vortrag vor Gästen aus Politik und Wirtschaft im World Web Forum. Hier verbreitet Prinz Reuß rechtes Verschwörungsdenken, antisemitische Mythen auf internationalem Bankett. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich XIII, Prince Reuß. The representatives of the Rothschild dynasty are proud of the fact that they financed the French Revolution and countless other acts of aggression, such as wars around the globe, with the sole objective of establishing corporate structures and the business of money and debt by abolishing the monarchies. Die Unterstützer des Putsches kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Ein prominenter Fernsehkoch, eine Richterin, die für die AfD im Bundestag saß, eine Internistin. Ermittelt wird auch gegen ehemalige Mitglieder von Spezialeinheiten der Bundeswehr, darunter ehemalige ranghohe Offiziere.
Verschwörungstheoretische Reden des ehemaligen Oberst Maximilian Eder sind bis heute auf YouTube abrufbar. Sind Politiker bis in die höchsten Kreise verwickelt in pädophilische, satanische, rituelle Mechanismen, Praktiken. Schlimm genug. Und solche Politiker regieren uns. Im Dezember 2022 wird Maximilian Eder in Italien verhaftet. Einige hundert Kilometer nördlich wird im österreichischen Nobelort Kitzbühel der bekannte ARD- und ProSieben-Fernsehkoch Frank Heppner festgenommen. Makler, Richter, Offiziere. Jahrelang hat Caroline Roschidi die Reichsbürgerszene ausgewertet. Die forensische Psychologin gehört zu den profundesten Expertinnen Deutschlands. Sie warnt vor einer neuen Qualität des Extremismus, wie die Putschisten um Reuß. Das Neue ist, dass wir einen Zusammenschluss von Personen haben, die letztendlich viele Waffen hatten. Und innerhalb dieser Gruppierung waren eben viele Personen, die wirklich auch eine Ausbildung dazu hatten, um diesen Plan umzusetzen, das System gewaltsam zu stürzen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Reichsbürgerinnen und Reichsbürger rasant gestiegen. Auch wenn nur eine Minderheit einen gewaltsamen Umsturz anstrebt, eint alle eine massive Systemfeindschaft. Wer sind die Menschen aus der Mitte, die den westlichen Demokratien den Kampf angesagt haben? Was sind ihre Motive? Haut ab hier! Haut ab aus unser Land hier! Verschwindet von unserem Boden und verschwindet hier aus Deutschland! Wir brauchen keine neue Weltordnung von euch! Jeden Donnerstag agitiert in Wittenburg, Mecklenburg-Vorpommern, eine Reichsbürgergruppe auf dem Platz vor dem Rathaus. Es ist Anfang März 2022. Sie nennen sich staatenlos.info. Die Botschaft: Abscheu und Hass für das demokratische Deutschland. Das Allerschlimmste, was jeweils die Menschheit in Mitteleuropa erlebt hat, ist die Bezeichnung, hat einen Markennamen, BRD. Und das ist das Schlimmste, was wir so tief und im Herzen ablehnen wie nur was. Weil wir wollen diese Fremdverwaltung nicht. Runter damit! Weg vom deutschen Boden! Weg, weiche von mir! Boah, weg! Ein weiteres Feindbild, die Supermacht USA. Für staatenlos.info Symbol einer angeblichen Fremdherrschaft über Deutschland. Schluss mit der angloamerikanischen, satanisch-dämonischen Besatzung! Schluss mit dem Fluch auf Deutschland! Wir werden frei! Hurra! 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 An diesem Tag ist die Resonanz in Wittenburg schwach. Doch zehntausende Menschen folgen Videos der Gruppe im Internet. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat staatenlos.info im Visier. Die demokratiefeindliche Gruppe gehöre zu den Aktivposten der Reichsbürger- und Selbstverwalterbewegung. Diese Gruppe lehnt eben das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ab, negiert es, hält eben diese verfassungsmäßige Ordnung für nicht existent. Und es ist eine Gruppe, die eben auch tatsächlich im Internet auch sehr große Aufmerksamkeit findet. Diese Gruppe gewinnt an Anhängerschaft. Und insofern müssen wir diese Gruppe ernst nehmen. In Wittenburg stellt sich der Kopf von staatenlos.info einem Interview. Rüdiger Hoffmann. Vor der Wende im neuen Forum aktiv, später wird er Funktionär der rechtsextremen NPD und gehört ab 2021 zu den Unterstützern der Querdenkerbewegung. Im vereinten Deutschland ist er nie richtig angekommen. Wir haben damals auch mit der Deutschlandfahne, war begeistert. Ja, es war toll gewesen, super, endlich deutsche Einheit. Und man hatte eigentlich so daran gedacht, jetzt wird alles gut. Nein, danach genau das Gegenteil. Also sozial, also alles. Es rutschte alles weg. Hoffmann sucht Antworten, verstrickt sich in Verschwörungstheorien. Schließlich findet er in der Ideologie der Reichsbürgerszene Antworten. Seine neue Weltsicht? Das demokratische Nachkriegsdeutschland sei in Wirklichkeit kein souveräner Staat, sondern lediglich ein Unternehmen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach meiner Erfahrung, also was ich jetzt bekommen habe, im heutigen Zustand voll privatisiert, im kommerziellen Handelsrecht unterwegs. Das Grundgesetz wird auch nur noch im Handelsrecht angewendet, weil es ja in der Gründung festgelegt worden ist, dass die BRD niemals ein völkerrechtlicher Staat werden kann, sondern die Deutschen immer noch die Möglichkeit haben, das nicht untergegangene sogenannte Deutschland, Deutsches Reich, wieder handlungsfähig zu machen und ihre Rechte wiederzuerlangen.
Hoffmanns Biografie ist für Experten wie Martin Rettenberger ein typischer Werdegang. Denn immer wieder beginnen Reichsbürgerkarrieren mit Ängsten, der Sehnsucht, wieder handelnder in einer unsicheren Lebensphase zu werden. Krisen wie die Folgen der Corona-Pandemie oder drohende Energieknappheit machen die Bewegung attraktiv. In einer Lebenssituation, in der ich zunächst mal den Eindruck habe, ich bin meiner Autonomie beraubt, also es kommt ein großer Gegner von außen, nämlich der Staat, die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die mir alles wegnimmt, was ich habe. Da brauche ich für diese extrem prekäre Situation eine Lösung. Und wir wissen das von vielen Biografien. Manche stürzen in die psychische Krise, werden depressiv, müssen ihr Leben aufgeben. Und andere versuchen dann mit einem inneren Kampfmodus zu sagen, nein, wenn die gegen mich sind, dann bin ich auch gegen sie. Und dann will ich meine Autonomie wieder zurückhaben und dann gründe ich meinen eigenen Staat. Der Traum vom eigenen Staat. Hier im sächsischen Erzgebirgskreis soll er für viele Menschen wahr werden. Eine Organisation mit dem Namen Königreich Deutschland hat das Wolfsgrüner Schlösschen erworben. Mehr als 100 Jahre alt. Ein Schmuckstück der Region. Neuer Besitzer ist Peter Fitzek, links im Bild. Vor 11 Jahren hat er sich zum König seiner Gemeinschaft krönen lassen. Für ihn die Konsequenz aus zahlreichen erfolglosen Versuchen, innerhalb des Systems Einfluss zu nehmen. Ich habe mir im Jahre 2000, 2001 schon angefangen, die bestehenden Systemstrukturen anzuschauen, habe gemerkt, dass überall der Wurm drin ist und habe dann auch bemerkt, durch Direktkandidaturen für die Oberbürgermeisterwahl als auch Direktkandidat für den Bundestag, dass im System selbst nichts zu verändern ist. Mit dem System kommt er immer wieder in Konflikt, etwa als Verkehrssünder oder Finanzjongleur. 2017 wird Fitzek wegen schwerer Untreue und unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften zu 3 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Wegen Rechtsfehlern weist der BGH das Verfahren zurück. Fitzek hat Glück, kommt aus der Untersuchungshaft frei. Ich habe bemerkt, dass die Politiker heute eine Negativauslese sind. Das heißt, es werden die Politiker ins Amt geholt, die für die Industrie im Sinne gut funktionieren. Das heißt, also man kauft sich die Leute einfach ein. Das sind für mich bezahlte Schauspieler auf der Bühne der Geschichte. Fitzek bricht aus dem System aus, schafft eigene Strukturen. Seine sogenannten Gemeinwohlkassen beschäftigen die deutsche Finanzaufsicht. Die Folge: Bußgeldbescheide über 3,2 Millionen Euro. Bezahlt hat er bis heute keinen einzigen. Inzwischen druckt das Königreich Deutschland eigene Ausweisdokumente. Belege einer wachsenden Akzeptanz, angeblich auch Flugtickets, mit denen Peter Fitzek schon mal als König von Deutschland reisen durfte. Und mit dem Reisepass des Königreichs Deutschland beispielsweise, dieser oder auch dieser, sind wir ja in der Lage, in ein Flugzeug einzusteigen als Peter der erste König von Deutschland. Und so reisen wir mit unserem eigenen Reisedokumenten ohne Probleme von A nach B. Offiziell anerkannt werden die Dokumente aber nicht. Und trotzdem, aus Fitzeks Aussteigermodell ist eine millionenschwere Organisation gewachsen. Heute sucht er für sein Projekt Grundstücke, auf denen er seine sogenannten Seminarhäuser und Gemeinwohldörfer errichten kann, wie hier 2022 in Wolfsgrün. Ein Millionenprojekt, bezahlt auch mit Spenden seiner wachsenden Anhängerschaft. Der Verfassungsschutz warnt: Es werden auch erste Versuche unternommen, eigene Dörfer zu gründen, die nur dann eben von entsprechenden Anhängern bewohnt sind. All die Anhänger, die tatsächlich jetzt möglicherweise sogar in größerem Umfang Geld in dieses Deutsche Reich investieren, müssen wissen, dass dieses Geld verloren ist. Es gibt keinerlei Rückzahlungsgarantien. Und die Bankenaufsicht hier in Deutschland hat damit begonnen, sehr massiv auch gegen diese Gemeinkassen vorzugehen. Beerwalde, eine Kleinstadt ganz in der Nähe von Dresden. Es ist Ende Juli 2023. Auch hier hat das Königreich eine historische Immobilie erworben, um ein Gemeinwohldorf zu errichten. 1923 erbaut, wurde das Gebäude lange in der DDR als Lungenklinik genutzt.
In sogenannten Arbeitseinsätzen wird das Schloss seit Monaten von Anhängern Peter Fitzeks renoviert. Eine ganzheitliche Alternative zur Mehrheitsgesellschaft, schwärmt er. Wir unterscheiden uns ja von den anderen Gemeinschaften dadurch, dass alle Menschen, die im Königreich wohnen, leben und arbeiten, so eigenwirtschaftlich sind, dass sie von außen kein Geld beziehen. Niemand von den Leuten, die bei uns wohnen, leben und arbeiten, bekommt irgendwie Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld oder geht auch nur außerhalb arbeiten. Alle sind bei uns im Kreis tätig und werden von uns auch versorgt. Glaubt man der Propaganda des Königreichs, ist das Projekt weit fortgeschritten. Menschen der sogenannten Kerngemeinschaft hätten bereits die deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben, würden ganz oder teilweise von den Betrieben des Königreichs leben. Steuern an deutsche Finanzbehörden wären dann nicht mehr fällig, so die Aussagen vor Ort. Für Finanzermittler immer wieder Grund zum Handeln. Auch Katrin gehört seit langem zum Gefolge von Peter Fitzek. Heute lebt sie in Bärwalde. Ich konnte es letztendlich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, dass meine Steuergelder, meine Gelder, die ich da einzahle, dass die für Krieg und Zerstörung aufgewendet werden. Und was da alles mitgemacht wird, also das widerspricht meiner Ethik, das konnte ich einfach nicht mehr. Außerdem ist Katrin von der Person Peter Fitzeks begeistert. Eine Position, die viele hier im entstehenden Gemeinwohldorf teilen. Also er hat auch Fähigkeiten, die nur er hat, sage ich mal so. Also er ist wirklich auch ein besonderer Mensch und man merkt es auch an seiner Ausstrahlung irgendwo, also dass er einen auch so in den Bann zieht und ja auch sein Wissen von woanders her holt, also nicht nur aus Büchern, sondern der hat auch einen Zugang zur Schöpfung. Du machst deine Hand wieder runter. So sind spirituell-esoterische Angebote ein zweiter wichtiger Baustein der Aktivität. Hier lassen Mitglieder des Königreichs mit Bewusstseinsübungen einen 100-Kilo-Mann schweben. Die magische Seite des neuen Reiches. Ohne den spirituellen Hintergrund würde mir die Umsetzung des Königreichs gar nicht möglich sein. Ich würde sagen, wir haben ja hier auch Seminare. Wir bieten ja Seminare an Medialität zum Beispiel, also Verkämmer der Geisterwelt Gottes. Damit meine ich, dass wir mit höher Daseinsebenen in direkten Kontakt treten können und den Leuten beibringen, wie sie das auch können. Das selbsternannte Königreich beziffert die Zahl der Mitglieder auf mehr als 5.300. Die Gruppe ist breit aufgestellt, präsentiert sich als sowohl heilbringende Sekte wie auch politische Alternative, so der Befund der Forensikerin Caroline Roschidi. Ja, bei ihm geht es vor allem um Spiritualität, also damit wirbt er ja auch, um das Ich zu finden, um etwas Größerem anzugehören, gesunde Lebensführung. Und wenn man ihn aber als Oberhaupt dieser Bewegung betrachtet, muss man sehr aufpassen, denn wurde ja auch schon verurteilt, weil er betrügerische Aktivitäten, nennen wir es mal so, vorgenommen hat, den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Esoterik, Politik, Selbstfindung und Selbstverwaltung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet eine Reichsbürgerszene, die sich in ihren Zielen zum Teil diametral unterscheidet. Es ist schon eine sehr heterogene Gruppe. Manche glauben daran, dass ehemalige staatliche Strukturen weiter existieren. Sie glauben weiterhin an ein Kaiserreich Deutschland, an ein Königreich Deutschland und sie schaffen sich auch entsprechende Repräsentanten, ohne dass man nachvollziehen kann, wie man nun jetzt aktuell Kaiser oder König von Deutschland werden könnte. Aber vor allen Dingen lehnen sie eben die Existenz der Bundesrepublik unter unserer freiheitlichen Verfassung ab. Es ist September 2022. Treffen in München mit einem der ideologischen Köpfe der deutschen Reichsbürgerbewegung. Ralf Thomas Niemeyer. Niemeyer ist Filmproduzent und Autor. Kandidierte dreimal für den Bundestag. Mal für die SPD, mal für die Linke, dann für die Partei der Corona-Leugner, die Basis. Jahrelang war er auch Mitstreiter und Ehemann der linken Spitzenpolitikerin Sarah Wagenknecht. Er hat eine eigene Interpretation der politischen Realität in Deutschland. Ich sehe und fühle es wie eine Art Kulturrevolution, die wir gerade durchleben. Bis dahin, dass ja die deutsche Sprache durch gewisse Gender
Formen jetzt verändert werden soll. Oder dass man sagt, also der grüne Endsieg steht uns bevor, in dem jetzt alles dem unterworfen wird. Und das ist wie eine Kulturrevolution, es wird den Leuten übergestülpt. Niemeyers Vorstellungen für Deutschland sehen ganz anders aus. Er mischt sozialistische Positionen mit Bausteinen der Reichsbürgerideologie, die dem heutigen Deutschland die Souveränität abspricht. Für mich ist die BRD ein Verwaltungskonstrukt auf dem Boden Deutschlands. Das ist ja auch in den 2+4-Verträgen ganz klar geregelt. Das ist, deshalb heißt es ja auch nicht Deutschland, sondern Bundesrepublik Deutschland. Nach wie vor. Wir sind die Rechtsnachfolge von einem Verwaltungskonstrukt, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. Wir haben keinen Friedensvertrag bekommen. Man sagt, der 2+4-Vertrag würde den ersetzen. Sehe ich nicht so. Im Juli 2022 erklärt Niemeyer, eine deutsche Exilregierung gegründet zu haben. Die könne nach dem Zusammenbruch des sogenannten BRD-Verwaltungskonstruktes unter anderem mit Putin verhandeln, sei es, wenn es um einen künftigen Frieden oder die Energieversorgung geht. September 2022 fliegt Niemeyer nach Moskau. Selfies auf Niemeyers Telegram-Kanal mit Gazprom-Chef Alexei Miller. Der Reichsbürger wird von der Kreml-Führung empfangen. Hier mit Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Die Fotos dokumentieren hochkarätige Kontakte zur russischen Machtelite. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Freuen sich Russlands Regierungskreise über Westkontakte, die Verständnis für Putins Politik zeigen, profitiert die Exilregierung Niemeyers von so viel internationaler Aufwertung. Für ihn ein wertvoller Dienst fürs Vaterland. Wir müssen auf den Punkt kommen, dass wir sagen, wir verhandeln. Und ich denke, das machen alle deutschen Politiker im Moment falsch. Und deshalb habe ich eine Initiative ins Leben gerufen. Ich nenne sie Deutsche Exilregierung. Das ist ein bisschen ein Bluff. Aber man muss ja irgendeinen Namen dem Kind geben und sagen, ich möchte jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich auf Russland zugehe, auf die russischen Politiker zugehe und sage, hier wäre eine Opposition oder eine Alternative zur gegenwärtigen Regierung. Niemeyers Besuch in Moskau markiert den vorläufigen Höhepunkt einer Entwicklung in Deutschland. Reichsbürger stellen seit Jahren die Legitimität der gewählten Regierung in Frage. Eine Selbstermächtigung, ausgelöst durch vermeintliche Notstände. Seit ihrem Entstehen 1975 ist die Reichsbürgerszene, die lange unterschätzt wurde, stetig gewachsen. Seit wir die Reichsbürger im Jahr 2016 begonnen haben zu beobachten, ist die Zahl kontinuierlich nach oben gegangen. Und wir haben auch jetzt im aktuellen Jahr wieder eine Steigerung. Wir sprechen jetzt insgesamt von 23.000 Personen, die wir dem Potenzial der Reichsbürger und Selbstverwalter zurechnen. Das ist ein Anstieg wieder innerhalb von eines Jahres um 2.000 Personen. Berlin. Hier in der Hauptstadt sind wir mit einer Expertin verabredet, die seit Jahren die Aktivität der Reichsbürger im Internet analysiert. Die deutsch-polnische Politikwissenschaftlerin hat zahlreiche Bücher verfasst. Inhalt sind Verschwörungstheorien und die Gefahren des Irrationalismus. Die Anhängerschaft der Reichsbürgerszene schätzt sie weit höher ein als der Verfassungsschutz. Meine Einschätzung ist, dass die Reichweite von Reichsbürgerinhalten tatsächlich viel größer ist als das, was Behörden beispielsweise registrieren. 10.000, 20.000 Reichsbürger in Deutschland, das hört sich erstmal viel an. Gleichzeitig muss man sich aber klar machen, dass gerade während der Pandemie in sehr reichweitenstarken Telegram-Kanälen Reichsbürgerinhalte massiv verbreitet worden sind. Und da lesen eben nicht nur 10.000, 20.000 Leute mit, sondern teilweise 100 oder 150.000 Menschen nur in einem einzigen Kanal. Nicht nur in Deutschland. In Österreich sind es Webseiten wie der Account Wissenschaft 3000, Science 3000, auf denen Thesen der Selbstverwalter- und Reichsbürgerbewegung verbreitet werden. Es geht um eine Mischung aus Esoterik, Verschwörungsdenken und Demokratiekritik. Zehntausende Menschen besuchen alleine diese Seite und auch die Zahl der Reichsbürger in Österreich ist rasant gewachsen. Ein bekanntes Projekt ist der sogenannte Freeman Austria, der im Schloss Walchen aktiv war.
Wurden noch 2017 1.500 Reichsbürger in Österreich gezählt, schreibt das Innenministerium im Mai 2023 auf Anfrage von Arte, Zitat: In Österreich wird die Szene der sogenannten staatsfeindlichen Verbindungen und deren Agieren beobachtet. Und bei Wahrnehmung von strafbaren Handlungen oder Vorbereitungshandlungen dazu eingeschritten. Aktuell sind knapp 4.000 Personen namentlich bekannt, die der Szene der Staatsverweigerer zugerechnet werden. In Frankfurt gehört ein Internet-Promi zur Reichsbürgerbewegung. Bekannt wird der Ernährungscoach durch seine Netzauftritte als Dr. Raw. Daneben führt er seit Jahren vegane Restaurants und Geschäfte. Nach einer reichlich bewegten Jugend. Ich hatte hier in Frankfurt auch eine Jugend, die sehr turbulent war. Auch man hat eine Zeit lang Drogen genommen etc. und auch auf der schiefen Bahn gewesen, sage ich mal. Und heute dafür umso mehr in die andere Seite. Und das ist für mich ein Weg, der eigentlich ganz natürlich ist, dass man erstmal erkennt, was ist schlecht, was läuft nicht gut und das dann ändert. Zuerst sollte alles in eine bürgerliche Richtung gehen. David Ekwe Ebobisse eröffnet in Frankfurt ein Restaurant, mitten im Innviertel auf der Berger Straße. Noch heute erinnern die Videos auf seinem YouTube-Kanal an den ambitionierten Start des veganen Restaurants. Wir sind live. Wir sind live. Schön, dass ihr alle da seid, Leute. Wir sind live hier in der Rohkosteria bei der Neueröffnung mit einer neuen Karte, neuen fantastischen Gerichten und sehr, sehr vielen interessanten Neuerungen. Das ist Jahre her. Schnell folgt Ernüchterung. Besonders die Steuerlast macht David Ekwe Ebobisse zu schaffen. Ich hatte alleine Miete von 6.000 Euro. Was ich da an Steuern gezahlt habe im Monat, das wurde mir irgendwann wirklich eine große Last für mein Gewissen. Und da wusste ich, okay, wenn ich nicht weiter Kriege finanzieren will, Subventionierung der Massentierhaltung, irgendwelche anderen Steuerskandale, Bankenrettung, alles, mit denen ich nicht sogar d'accord gehe, muss ich eine konsequente Lösung finden. Und es kommt noch härter. 2020 verändert Covid-19 für den Restaurantbesitzer alles. David Ekwe Ebobisse fühlt sich durch die staatlichen Corona-Maßnahmen gegängelt und zermürbt. Er muss sein Lokal aufgeben. Ich als Selbstständiger mit einer Gastronomie, wo sowieso schon nicht viel Umsatz gemacht wurde, in der Corona-Zeit wurde dann so runtergedrückt. Ja, da sind ja viele Gastronomen pleite gegangen und ich war einer von denen. Da wurdest du so runtergedrückt, hast du gesagt, das Deutschland, das will ich abschaffen. Das geht gegen dich. Ich habe 400 Jahre Sklaverei hinter mir. Ich als Schwarzer mit der deutschen Mentalität, aber den Schwarzen auftreten, habe das sehr stark ein großes Thema damit, mich als Sklave in so einer Gesellschaft unterdrücken zu lassen. Und das lasse ich mir nicht mehr bieten und mir gefallen. Im Frankfurter Arbeiterstadtteil Riederwald der Neubeginn. David Ekwe Ebobisse macht weiter. Ein Café samt riesigem Internethandel für vegane Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Und einer politischen Neuausrichtung. Ende 2020 verkündet er, sich dem Reichsbürger Peter Fitzek anzuschließen. Seine Rohkosteria wird zum Teil des sogenannten Königreichs Deutschland. Ein neuer Restaurantbetrieb, ganz ohne die lästigen Zwänge der Mehrheitsgesellschaft. So der Plan. Das Königreich bildet eine gesunde Alternative, ja, in allen Belangen. Natürlich hat das Königreich auch noch Potenziale nach oben, sagen wir es so. Und dafür brauchen wir eben gute Menschen. Und deswegen freut mich, wenn die Experten und die Bewusstseinselite nicht aus Deutschland flüchtet und sich irgendwie in Costa Rica, Portugal, Thailand niederlässt, sondern dass die Verantwortung für ihre Heimat übernehmen, ein bisschen mehr Patriotismus oder zumindest mehr ein bisschen Anbindung wieder haben. Weil ich glaube, es ist wichtig, ich bin hier geboren, ich bin hier in Deutschland geboren und ich würde nicht einfach so flüchten wegen einer politischen Umorientierung, sondern ich würde sagen, was kann ich hier tun? David Ekwe Ebobisse ist kein Einzelfall. Die Reichsbürgerbewegung wirkt für immer mehr Menschen als Rettungsanker. Pandemien, Kriege, Preissteigerungen und Hoffnungslosigkeit beschleunigen das Wachstum der Szene. In der, wenn man so will, pseudo-ideologischen Begründung eines Reichsbürgerdaseins oder auch einer Selbstverwaltung findet man natürlich dann nach außen hin diese sehr offensichtlichen Verschwörungsmythen oder Verschwörungsnarrative, die oft so das große ganze politische in den Mittelpunkt rücken. Aber im Kern, das Angebot für die Angehörigen, für die angesprochen werden sollen, das ist eher was ganz Individuelles, Normalpsychologisches, nämlich
das eigene Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Also im Prinzip eine Antwort zu finden auf die Lebensfragen, die uns alle beschäftigen. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn meines Daseins? Welche Rolle habe ich in der Gesellschaft? Protest gegen demokratische Systeme sind nicht neu. Besonders dann, wenn eine Gesellschaft in den Krisenmodus gerät. In Frankreich war es die Angst vor der Energiewende mit immer höheren Kraftstoffpreisen, die zum Entstehen der Gelbwestenbewegung führte. Auch wenn diese nur selten einen anderen Staat auf französischem Boden einforderte, war die Systemkritik oft fundamental. Auch der Krieg in der Ukraine treibt Menschen in die Reichsbürgerszene. Ein Beispiel ist Sascha Vossen aus Düsseldorf, ein Anhänger des Königreichs Deutschland. Vossen ist begeisterter Skater und Musiker. Als Master Splitter produziert er seit Jahren deutschen Hip-Hop mit verschwörungstheoretischen Texten. Sein Engagement beginnt mit der russischen Besetzung der Krim 2014. Ich habe mir da damals Fragen gestellt wegen dem Ukraine-Konflikt, der ja da auch schon aktiv gewesen ist. Und ich habe mich in einer bedrohten Situation und Lage für mich selber wiedergefunden und möchte halt in einer friedfertigen Welt leben. Und habe die Bedrohung schon irgendwo sehr ernst genommen. Dann hat ein Freund von mir mich irgendwann darauf angesprochen, dass ja die Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar kein Staat sei. Da habe ich gesagt, du bist bescheuert, wir haben eine Verfassung, ist alles geregelt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu forschen und habe festgestellt, ich kann leider mit dem, was ich im Internet so finde, tatsächlich eher seine These stützen als meine These. Auf der Suche nach Antworten besucht Vossen Veranstaltungen und Vorträge. Mal bei der sogenannten Exilregierung des Deutschen Reiches, ein anderes Mal die Gruppe Freistaat Preußen. Immer tiefer verstrickt sich der junge Mann in das Gedankengerüst der Reichsbürger. Die zeitliche rote Linie ist schon lange überschritten worden in dem Alter, wo ich 6 Jahre alt gewesen bin. Tatsächlich 1990 bei der Wiedervereinigung, der sogenannten Wiedervereinigung. Da hätten eigentlich andere Rechtsdinge noch geklärt werden müssen. Es hätte über die Ostgebiete entschieden werden müssen. Es hätte eine Verfassung geben müssen. So, und die Maßnahmen, die jetzt in der Corona-Zeit gefällt worden sind und umgesetzt worden sind, das ist ja dann nochmal eine andere rote Linie. Seine politische Heimat ist inzwischen das Königreich Deutschland und die Querdenkerbewegung. Vossen ist bei Corona-Rebellen Düsseldorf aktiv. In der Stadt existiert inzwischen eine kleine Parallelwelt. Auch Vossens Kampfsportschule ist ein Betrieb, der sich dem Königreich Deutschland angeschlossen hat. Der Name der Schule: Campus Concept. Für den Verfassungsschutz ein Beleg für die unternehmerische Expansion des Königreichs. In diesen Strukturen hat die heutige Demokratie verloren. Vossen denkt über Deutschlands politische Zukunft nach. Einmal wäre die Option, was ich auch gut finde, eine konstituelle Wahlmonarchie, angelehnt an eine Räterepublik mit einer aufsteigenden Kompetenzhierarchie. So wie das beim Königreich Deutschland ist. Das wäre der eine Punkt. Das andere wäre eben, wir gehen wieder in eine Monarchie tatsächlich zurück, wo dann das Haus Hohenzollern eben den Kaiser stellt für das gesamte Gebiet. Oder als dritte Variante, wir schaffen etwas vollkommen Neues. Sascha Vossen schwärmt vom Königreich Peter Fitzeks. Hier hat er die Strukturen gefunden, die ihm Sicherheit geben. Außerhalb des politischen Systems in Deutschland. Andere Reichsbürger sind radikaler und stellen Putschpläne auf. Dezember 2022 zerschlagen deutsche Innenbehörden das Netzwerk um den Immobilienmakler Heinrich der 13. Prinz Reuß, der das demokratische System mit Gewalt zerschlagen möchte. Sie nehmen für sich ein Widerstandsrecht in Anspruch. Und das können sie natürlich tatsächlich nur dann aus ihrer Sicht durchsetzen, wenn sie sich auch entsprechend bewaffnen und die Möglichkeit haben, gegen den Staat vorzugehen. Neuerdings nehmen wir ja auch erstmals Bestrebungen wahr, die dann tatsächlich auch darüber nachdenken, diesen Staat mit Waffengewalt zu beseitigen. Wie gut vernetzt die Putschgruppe um Prinz Reuß ist, zeigen aktuelle exklusive Recherchen. Die Spur führt nach Genf in der Schweiz.
November 2019 hält hier Heinrich der 13., Prinz Reuß, vor den Vereinten Nationen einen Vortrag. Thema ist eigentlich die Situation gehandicapter Menschen. Tatsächlich nutzt er die Bühne, Thesen der Reichsbürgerbewegung vorzutragen. Germany ist kein völkerrechtlich souveräner Staat, denn es ist noch immer in der UN-Charta als Feindstaat eingetragen und hat keine Verfassung, sondern noch immer das Grundgesetz aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das als Verwaltungsordnung für das Vereinte Wirtschaftsgebiet Deutschland durch die Alliierten geschrieben wurde. Nach Presseberichten erfolgte der Vortrag vor der UN auf Einladung des russischen Außenministeriums. Exklusive Arte-Recherchen zeigen auf, wie wichtig für Reuß die Kreml-Kontakte werden sollen. Die Spur führt nach München. Im Mittelpunkt steht Ralf Thomas Niemeyer, der Reichsbürger mit den guten Moskau-Kontakten. Niemeyer hat Dokumente, die eine neue internationale Dimension der Reuß-Gruppe belegen. Niemeyer behauptet, das Material sei ihm am Rande einer Veranstaltung durch eine Frau überreicht worden. Das war so, dass also völlig unerwarteterweise jemand auf mich zukam, bei einer Demonstration in Wittenberg am 5.12.2022. Das war ein ganzes Paket, was man mir mitgeben wollte. Und es wurde gesagt, also ich hätte ja offensichtlich guten Kontakt in Russland und sollte das dann Präsident Putin überreichen. Das war eigentlich das Merkwürdige daran, dass man denkt, dass ich also das einfach so im Kreml abgeben kann und dann wird daraufhin entweder gehandelt oder geantwortet. Die Kontaktaufnahme zu Niemeyer steht am Ende einer ganzen Reihe von Versuchen der Reuß-Gruppe, beim russischen Staat anzudocken. Das ergeben Dokumente der Bundesanwaltschaft. In einem ersten Telefonat am 2. Juni 2022 teilt ein Mitglied der Gruppe Heinrich der 13., Prinz Reuß, mit, dass es Kontakt zu zwei Schläfern habe. Einen Tag später besucht eine Anhängerin der Reuß-Gruppe das russische Konsulat in Leipzig. Der Besuch dauert 2 Stunden. Am 13. Juni 2022 sucht Reuß gemeinsam mit einer Anhängerin das Konsulat ebenfalls für einen längeren Besuch auf. Am 30. November schließlich bittet ein Mitglied der Reuß-Gruppe, Ralf Thomas Niemeyer, telefonisch, Kontakt zum Obersten, also Putin oder Lavrov, zu erhalten. Am 5. Dezember schließlich die Übergabe der Dokumente in Wittenberg, in denen Reuß die russische Regierung zur Unterstützung seines Putsches auffordert, so die Recherchen der deutschen Ermittlungsbehörden. Niemeyer gewährt Einblick in die Dokumente. In einem der Briefe fordert Heinrich der 13., Prinz Reuß, Russland auf, ihn bei seinen Umsturzplänen militärisch zu unterstützen. Andere Unterlagen belegen die Herkunft des Prinzen als Mitglied einer der ältesten deutschen Adelsfamilien. Niemeyer wird klar, dass er Instrument einer Verschwörung werden soll. Für ihn ein abstruses Unterfangen. Wahrscheinlich tatsächlich, dass man darauf gehofft hat, dass Russland einen König hier mit installieren würde und helfen würde, einen Umsturz unserer Grundordnung vorzunehmen. Und ich halte das für lächerlich, weil Russland, glaube ich, dieses Interesse gar nicht haben kann. Aber der Herr Reuß hat ja da drin in seinen Briefen auch darum gebeten, dass Russland bei Ausstellung von Geburtsurkunden und Stammesnachweisen und so weiter helfen soll, um in Deutschland also eine Parallelwelt entstehen zu lassen. Und dann wäre er der König dieser geworden. Niemeyer setzt sich mit seinen russischen Kontakten in Verbindung, informiert Kreml-Sprecher Dmitri Sergejewitsch Peskow. Die Reaktion in Moskau auf die Offerte der deutschen Reichsbürger ist verhalten. Peskow kenne ich seit vielen Jahren sehr gut. Wir haben auch heute telefoniert. Also es gibt schon einen direkten Kontakt durch mich. Aber ich habe auch Herrn Peskow das dann mitgeteilt, dass es also dieses Ansinnen gibt. Und er hat gleich gesagt, also wir haben andere Sorgen und hat kein Interesse gezeigt.
Statt an Putin sendet Niemeyer die Dokumente dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Putschen gegen sein Land möchte er nicht, für ihn ein absurdes Unterfangen. Heute gilt er als wichtiger Zeuge im Terrorismusverfahren gegen die Gruppe um Prinz Royce. März 2023 durchsucht die Polizei Niemeyers Münchner Wohnung. Im Durchsuchungsbeschluss heißt es zu den Versuchen der Royce-Gruppe, Putin zu kontaktieren: Es besteht der Verdacht, dass diese Kontaktaufnahmen den Zweck verfolgten, die Russische Föderation bei der Verwirklichung der Ziele der sogenannten Befreiung zu gewinnen. Man muss einfach sagen, dass diese Gruppen, auch wenn sie erstmal absonderlich wirken, weil da beispielsweise Esoteriker dabei sind oder weil überhaupt das, was sie glauben, so absurd ist, irgendwo ja als weniger gefährlich wahrgenommen werden. Aber ich glaube, diese Einstellung kann fatal sein, weil wir müssen uns einfach klar machen, dass die gefährlichsten rechtsextremen Attentäter der letzten Jahre vollkommenen Quatsch geglaubt haben. Zurück nach Berlin. Während einige Gruppen das demokratische Deutschland mit Gewalt beseitigen möchten, setzen andere auf die Kraft ihrer Worte. Es ist Ende Januar 2023. Die Reichsbürgergruppe Staatenlos.info hat bei eisiger Kälte eine Kundgebung angemeldet. Veranstaltungsort: der Platz vor dem Reichstag. Eine symbolträchtige Provokation für das demokratische Deutschland. Organisator an diesem Tag ist Rüdiger Hoffmann. Sein Thema: die Delegitimierung des deutschen Staates. Die Gesellschaftsordnung ist erledigt, sie ist abgelebt, sie hat sich aus der natürlichen Ordnung Gottes entfernt, sie hat nichts mehr damit zu tun. Ja, sie haben sich also selber alle verkauft, weil sie alle dem Mammonkult erlegen sind. Sie sind alle nur mit ihrem Überlebensinstinkt beschäftigt, mit ihren animalischen Trieben. Sie sind nicht in der höheren Moral, Sittlichkeit, in der Geisteshaltung unterwegs und können auch nichts dafür, dass sie so gemacht worden sind, weil sie ja doktriniert worden sind. Und das gilt für die Politiker. Also meint sie jetzt. Gilt für alle und Ausnahmen bestätigen immer die Regel, was ich sage. Reichsbürgergruppen wie Staatenlos.info nutzen gesellschaftliche Streitthemen, um zu rekrutieren. Hier in Berlin ist es eine Mischung aus anti-westlichen Klischees und rassistischen Vorurteilen. Allesamt emotionale Themen, die die Gesellschaft spalten. Die BRD ist dazu da, uns besetzt zu halten, die Deutschen zu vernichten. Da nutzt eine rechtsextreme Organisation aus dem Reichsbürgermilieu unter Aufsicht des Staates die Versammlungsfreiheit, um gegen das demokratische Deutschland zu hetzen. Die Reichsbürgerbewegung hat viele Gesichter: Querdenker, Rechtsradikale, Esoteriker. Ebenso Angestellte und Beamte. Und es sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die in die wachsende Bewegung finden. Anfang März 2023. Marco Ginzel, die Nummer 2 im Königreich Deutschland. Er empfängt zum sogenannten Tag des Systemausstiegs in Wittenberg. Ein Angebot besonders für Geschäftsleute. Eine Spitze gegen das demokratische Deutschland. Es sind exklusive Bilder. Wachsende Anhängerzahlen machen die Gruppe selbstbewusst. Heute haben wir ein Systemausstiegsseminar. Das ist bei uns so die Möglichkeit, mal in 2 Tagen in einem vorgegebenen Rahmen alles zu erfahren, was man so für einen Systemausstieg wissen muss. Stargast an diesem Tag ist Peter Fitzek, rechts im Bild. Der König empfiehlt sich Interessenten, die künftig in sein Königreich investieren sollen. Seine Vorstellung standesgemäß. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in Wittenberg. Im Königreich Deutschland darf ich auf der Bühne begrüßen unseren obersten Souverän Peter. Und dieser oberste Souverän schwärmt von seinem neuen, wahrlich märchenhaften Königreich im Staat. In unserem System gibt es überhaupt keine Steuern. Es braucht kein Finanzamt mehr. Es braucht keine Polizei mehr, die Gelder eintreibt. Stellt euch mal vor, es braucht keine Verwaltungs- und Finanzgerichte mehr beispielsweise. Es braucht keine Steuerberater mehr. Das System als Feind. Eine Botschaft, die in Sachsen-Anhalt an diesem Wochenende verfängt. Knapp 100 Menschen sind gekommen. Der Tag des Systemausstiegs erinnert an eine Alternativ- und Esoterikmesse. Zahlreiche Betriebe, die sich dem König verpflichtet sehen, bieten ihre Produkte frei.
Einblicke in das Innere einer neuen systemfeindlichen Struktur. Und der König präsentiert fulminante Verschwörungstheorien. Für mich ist es so, dass die Lehrer, die Ärzte und die Juristen die drei Säulen des Satanismus sind. So ist das für mich. Die Ärzte sorgen dafür, dass die Kinder, dass wir alle in einem schwachen Zustand verharren. Die Lehrer sorgen dafür, dass wir alle verbildet sind und uns in das System einfügen. Und die Juristen geben uns den Rahmen vor, aus dem wir scheinbar nicht herauskommen. Mal sind es angeblich schlechte Berufe, mal religiöse Versatzstücke. Kaum ein Mittel bleibt ungenutzt, um das gegenwärtige System zu verdammen. Darum zieht weg aus ihrer Mitte und sondert euch ab. Dann will der Herr euch aufnehmen. Es scheint eine Bedingung zu sein, sich aus der satanischen Struktur abzukehren, sich abzusondern von dem ganzen Wahnsinn. Das scheint eine Grundbedingung dafür zu sein, vom Herrn aufgenommen zu werden. Und es folgen auch Geschäftsleute dem Ruf ins sogenannte Königreich des Herrn. Verantwortlich für die Entwicklung der Unternehmen im Königreich ist die Heilpraktikerin Ute Kowalewski. Sie schwärmt von einem 200-prozentigen Wachstum im Jahr 2022. Sehr viel aus dem Gesundheitsbereich. Ich kann das nicht genau prozentual belegen, aber was immer mehr dazu kommt, sind auch Handel, andere Dienstleistungen, IT, Handwerker. Es kommen auch mittlerweile größere Betriebe, die also auch in der BRD schon etliche GmbHs haben und halt umgestalten wollen. Das Königreich baut im Schnellschritt eigene Strukturen, sogenannte Gemeinwohldörfer, Schulungszentren, Betriebe auf. Expertinnen wie Katharina Nokun warnen vor den Folgen der neuen Gegengesellschaft. Die Legitimierung von Staat, von Polizei, von Steuerbehörden, von allem, was es da so gibt, gehört fest zum Programm vieler Reichsbürgergruppen. Und gleichzeitig versucht man eben sozusagen eigene Parallelstrukturen aufzubauen. Da gibt es eben auch immer wieder Ideen, eigene Schulen aufzubauen. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich, weil so Parallelstrukturen entstehen können, wo natürlich auch Kinder reingeboren werden, die von klein auf dann mit dieser Ideologie aufwachsen. Protest vor dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein Ende Februar 2023. Wieder ist es ein breites Bündnis aus russischen Propagandisten, Reichsbürgern, Querdenkern und Rechtsradikalen, das mobilisiert hat. Das Motto lautet Ami Go Home. Gekommen sind 2500 Menschen, von denen sich viele zu Putin und seiner Deutung des Krieges in der Ukraine bekennen. Zu den Hauptrednern gehört ein alter Bekannter aus der Reichsbürgerszene. Jetzt spricht der Herr Niemeyer zu euch! Ja, liebe Freunde, wir werden durch die Pandemie davon abgelenkt, dass es Kriegsvorbereitungen gibt an den Ostgrenzen der Europäischen Union und der NATO. Man hat 8 Jahre lang schon darauf hingearbeitet. Und jetzt sagt man, Herr Putin hat 8 Jahre später den Krieg ausgelöst. Das ist doch Quatsch! Dabei auch bekannte Rechtsextreme wie André Poggenburg, jahrelang AfD-Landesvorsitzender von Sachsen-Anhalt, heute ein glühender Unterstützer Putins. Sollte es wirklich noch einmal zu einem Krieg gegen Russland kommen, dann werden wir kämpfen, ja. Aber unser Ziel wird nicht Moskau sein, unser Ziel ist Berlin. Dann ein weiterer hochbrisanter Redner. Und der belegt die wachsende Beliebtheit russischer Propagandisten in der Szene. Es ist Sergei Filbert. Hallo, lieber Community auch. Ich bin der Sergei von Druzhba FM. Filbert betreibt YouTube-Kanäle wie Druzhba FM oder Golos Germani, die Stimme Deutschlands. Mit mehr als 250 Millionen Videoabrufen gehört der zu den reichweitenstärksten ganz Russlands. Russland ist für viele Querdenker und Reichsbürger der ganz natürliche Bündnispartner gegen die westlichen Systeme. Die USA, das sind freiheitlich-demokratische Systeme. Und freiheitlich-demokratische Systeme passen nicht zu dem Weltbild der Reichsbürger. Sie suchen nach Autoritäten. Gera in Thüringen. Wieder ein altes Gemäuer. Es ist ein Schlösschen, das zum Leben erweckt werden möchte.
Eine Geldanlage, in der reichlich Arbeit steckt. Für das Königreich Deutschland ein geeignetes Objekt, denn helfende Hände, die gesellschaftlich aussteigen möchten, gibt es viele. Es ist Ende Februar. Der selbsternannte König ist auf seiner ersten Visite in die neueste seiner Errungenschaften. Wir sind heute im neuen Staatsgebiet des Königreichs Deutschland in Gera und wir haben so einen Vierseitenhof, wo wir Projekte machen wollen mit älteren Menschen, mit teilweise behinderten Menschen, wo wir vorhaben, ja, verschiedene Wohnräume auszubauen, Schulungsräume auszubauen. Das Königreich wächst. Ja, es wächst beständig, richtig. Und man kann sagen, wir haben ja auf unserer Internetseite im Königreich Deutschland gerade wieder diese Woche veröffentlicht, die Erweiterung des Staatsgebietes um wieder etwa so 6-7 Hektar. Es ist ein stolzer König, der hier mit seiner Gemahlin mitten in Deutschland sein Reich erweitert. Alles wirkt friedlich, alles in Harmonie. Und dann gibt es die Kehrseite, eine schroffe Systemfeindschaft. Wenn der Missstand im System zu beseitigen wäre, würde ich im System stecken und ihn im System beseitigen. Aber nur weil im System nichts reparabel ist, kehrt man sich vollständig ab. Das System ist durch und durch satanisch, definitiv. Denn wir haben überall Destruktivität, überall gibt es Umverteilung, Mangel, keine Fülle. Das Königreich Deutschland wächst. In fast allen Bundesländern existieren inzwischen Strukturen. Für den Verfassungsschutz reichlich Arbeit. Wenn Sie unseren Staat in Gänze ablehnen, wenn Sie unsere Verfassung in Gänze ablehnen, wenn Sie etwas anderes aufbauen als diesen demokratischen Rechtsstaat, dann ist das die extremste Form eigentlich der Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die Reichsbürgerszene expandiert und sie vernetzt sich international. Putschpläne kursieren. Die Anhänger der Reuß-Gruppe warten derzeit in Haft auf ihren Prozess. Längst ist aus dem Inneren der bürgerlichen Gesellschaft eine staatsfeindliche Bewegung entstanden. Eine neue Herausforderung für unsere Demokratie.